Pewcracker Fireworks wieder am Start für euch. Und heute gibt es hier mal ein kleines Unboxing von einem Merchandise-Paket von Röder Feuerwerk, welches ich aufgrund des Röder Feuerwerk Foto- und Video-Gewinnspiels gewonnen habe. Ich denke mal, dass in diesem Paket hier natürlich auch viel Plunder enthalten sein wird, aber ich sag mal so, ich habe das Ganze natürlich umsonst bekommen und dann mache ich davon natürlich auch gerne ein Unboxing. Los geht's! So Leute, ich habe jetzt hier das kleine Paket geöffnet und ich denke, dann können wir jetzt natürlich mit dem Unboxing starten. Hier haben wir erstmal Verpackungsmaterial, dann haben wir hier eine Cappy von Röder Feuerwerk. Feuerwerk ist mein Fetisch, steht hier drauf. Dann haben wir hier noch Aufkleber. Ich liebe Feuerwerk. Die kann man, denke mal, ganz gut auf die Restekisten kleben, die man zu Hause noch so rumstehen hat. Dann haben wir hier noch ein eigentlich relativ cooles Produkt, und zwar den King Cobra Energy Drink. Wenn er so lange haltbar ist, werde ich ihn vielleicht dieses Jahr vor dem Verkaufsstart trinken oder direkt bei meiner Einkaufstour. Hier haben wir noch Dragon Cracker. Das sind solche Kerzen von Leslie. Eigentlich auch sehr cool. Da hatte ich auch schon mal eine von. Dann haben wir hier noch solche Kugelschreiber von Röder Feuerwerk. Und dann hier noch einige Kondome von Röder Feuerwerk. Mit uns knallen sie besser, die Knalltüte. Ja, weiß ich jetzt nicht unbedingt, was ich dazu sagen soll. Aber wirklich eine sehr lustige Idee hier von Röder. Haben sie mir wirklich einige mit reingepackt hier. Noch mehr hier unten. Und dann haben wir hier noch ein kleines Paket enthalten. Das dürfte, denke mal, das Röder Feuerwerk Sparschwein sein. So, und hier ist dann auch schon das Pyroschwein. Werde ich, denke mal, dieses Jahr mein ganzes gesammeltes Geld unterm Jahr drin reinstecken und dann natürlich am Verkaufstag ausgeben. Ja, hier seht ihr jetzt alle enthaltenen Artikel noch einmal im Überblick. Mal sehen, was ich damit jetzt alles so anstellen werde. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute!